Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen heute zu meinem neuen Video. Heute gibt es den Monatsabschluss für den Monat März und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Und heute gibt es auch ein kleines Gewinnspiel für euch, wie angekündigt. Und was ihr zu gewinnen, was ihr gewinnen könnt und wie ihr gewinnen könnt, das erzähle ich euch im Laufe des Videos. Also hört gut zu und bleibt auf jeden Fall dran, damit ihr ja, die Infos nicht verpasst. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir fangen an mit dem Monatsabschluss. Und zwar schauen wir uns die Variablenkategorien an und schauen auch, was wir alles noch am Ende in unseren Umschlägen hatten in den Variablenkategorien. Als allererstes bei den Lebensmitteln. Das sind meine ganz persönlichen Lebensmittel. Da habe ich noch 13 Euro drin. Persönliche Lebensmittel heißt so viel wie Büro, Kaffee, Mittagspausenessen und genau. Da plane ich mir tatsächlich immer ein bisschen extra Geld ein. Da haben wir noch 13 Euro drin. Diesen Monat möchte ich gerne wieder back to the roots, wenn man das roots, glaube ich, ne? Ich nehme das Kleingeld aus den Umschlägen raus, um es für meine Spar-Challenges zu nutzen. Also hier haben wir einmal die 3 Euro. Das muss ich natürlich jetzt auch nochmal hier eintragen, dass ich 3 Euro für die Spar-Challenges rausgenommen habe. Ich kürze einfach mal ab mit SC und ich mache das immer so. Normalerweise hatte ich hier immer eine Spalte noch mit Differenz. Da habe ich immer eingetragen, was ich noch rausgenommen habe. Aber weil ich diese Spalte nicht mehr habe, machen wir es jetzt so. Am Ende schreibe ich rein, wir hatten ja noch 13 Euro drin. Und Rest mit in den nächsten Monat nehme ich davon aber nur 10 Euro. Dann kommen wir zu Restaurant. Da haben wir noch 48 Euro drin. Da schauen wir mal, ob das auch stimmt. Das stimmt. Und hier nehme ich nur 40 Euro mit in den nächsten Monat. Und die 8 Euro kommen in die Spar-Challenges. Freue ich mich schon richtig drauf. Da kann ich nochmal ordentlich spielen. Und wenn ich das so sehe, ein Fünfer, könnt ihr noch in die 5-Euro-Challenge mit reinwandern. Also, als allererstes schreiben wir natürlich das jetzt nochmal hier auf. Spar-Challenges. Haben wir jetzt 8 Euro rausgenommen. 40 Euro sind noch drin. Am Ende hatte ich noch 48 drin, nehme aber nur die 40 mit in den nächsten Monat. Dann kommen wir zum nächsten Spartopf und das ist Katzen in meinem Fall jetzt hier. Da hatte ich keine Ausgabe, da nehme ich auch nichts raus. Da sind noch 100 Euro drin. Haustiere 0. Ich habe jetzt hier einen kleinen Fehler gemacht. Eigentlich schreibe ich bei Ende immer rein, was habe ich an Ausgaben gehabt und nicht, was habe ich noch drin. Und da schreibe ich dann auch die Ausgaben nur, die ich tatsächlich hatte und nicht das, was ich noch rausgenommen habe. Ich gucke mal, ob es mich nachher verwirren wird, aber ich mache es erstmal so. Genau, so, dann haben wir Katzen, da habe ich ja nichts ausgegeben, wo sind die denn? Genau, aber ich nehme auch die 100 Euro mit in den nächsten Monat. Ich hole euch mal ein bisschen rein, dann sieht man das ein bisschen besser. Dann kommen wir zur Drogerie, da hatte ich 3 Euro an Ausgaben, 47 Euro sind noch drin. Oder sollten noch drin sein. Das stimmt auch. Da nehmen wir jetzt auch die 7 Euro raus. Und die 40 nehmen wir mit in den nächsten Monat. Das bedeutet, 40 kommen mit in den nächsten Monat. Im nächsten Monat werde ich dann eventuell hier noch meine Spalte machen mit Spar-Challenges, damit ich weiß, okay, was ist aus den variablen Kategorien rausgegangen für meine Spar-Challenges? Ich glaube, dann ist die Übersicht ein bisschen besser. Dann haben wir als nächstes das Auto. Da hatte ich insgesamt Ausgaben von 114 Euro. Das lag aber auch nur daran, dass, weil wir den Camper getankt haben. Mein Twingo habe ich nur einmal getankt, genau. Aber jetzt ist der Camper auch erstmal voll. Aber wir fahren im Mai auch wieder damit rum. Und da werden wir auf jeden Fall auch wieder tanken müssen.
Das heißt, für den Mai, also nicht für den April, aber für den Mai plane ich dann wieder eine 100 Euro für den Camper ein. Das kann man immer so ein bisschen individuell anpassen. Natürlich weiß man nicht immer alles, was im Monat passiert. Aber das, was man vorhersehen kann, was man weiß, was passiert oder was sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es passiert, kann man immer richtig gut dann im monatlichen Budget einfach wieder neu anpassen. Deswegen liebe ich die Umschlagmethode auch so, weil die nicht fix ist. Du kannst wirklich, selbst im Monat könntest du noch was ändern. Und genau, jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier noch drin haben. Also die 6 Euro kommen auf jeden Fall weg, sodass wir jetzt noch 30 Euro übrig haben für das Auto. Das ist schon eine halbe Tankfüllung für meinen Twingo. Dann gehen wir weiter zur Freizeit. Bei der Freizeit hatte ich keine Ausgaben. Wow. Das heißt, da sind noch 150 Euro drin. 0. 150 nehme ich dann natürlich auch noch mit in den nächsten Monat. Da hatte ich ja, ach nee, bei ungeplant hatte ich ein bisschen mehr geplant. Das, was ich aber geplant hatte, was ungeplant kommen könnte, ist nicht eingetreten. Aber dann nehme ich das Geld von ungeplant einfach mit in den nächsten Monat. Dann kommen wir zu Luxus. Da hatte ich insgesamt, da hatten wir ja, glaube ich, 100 Euro drin, genau. Das heißt, 62 Euro hatte ich an Ausgaben. Und genau, das Kleingeld, also die 8 Euro hier, nehmen wir auch wieder raus, sodass jetzt die 30 Euro drin bleiben. Und die auch mit in den nächsten Monat kommen. Bei ungeplant hatte ich genau den Wertstoffhof einmal mit 11 Euro. So dass ich jetzt auch hier wieder den 5er rausnehmen werde und auch hier die 4 Euro. Da hat sich auf jeden Fall ein bisschen was angesammelt für die ganzen Challenges. Hier sind jetzt noch 80 Euro drin. Und die kommen jetzt auch mit in den nächsten Monat. Und dann haben wir noch Beauty. Also Pediküre, Maniküre. Da sind noch 40 Euro drin und die nehme ich auch mit in den nächsten Monat. Da nehme ich nichts raus. Also 40 Euro nehme ich mit. Das heißt, 60 Euro müsste ich ausgegeben haben. Ja, das passt. Und dann rechne ich jetzt einmal zusammen, was ich an Ausgaben hatte. Die Spar-Challenges habe ich jetzt zwar mit hier aufgeschrieben, aber die rechnen wir jetzt nicht mit hier rein. 309 Euro nur. Finde ich richtig gut. Ups, nein, das kommt ja gar nicht da rein, sondern hier. Und dann rechne ich natürlich nochmal den Betrag aus, der jetzt in den nächsten Monat mit reinkommt. 560 Euro habe ich noch in meinen Umschlägen drin. Richtig, richtig gut. Und das nehme ich jetzt mit in den nächsten Monat. Man könnte es jetzt auch so machen, dass man das Geld nimmt und in die Spar-Challenges oder in die Spartöpfe packt, damit sich die natürlich schneller füllen. Das ist gerade für den Anfang vielleicht ganz gut geeignet. Oder wenn man weiß, im nächsten Monat oder in den nächsten paar Monaten wird eine große Rechnung reinflattern für irgendetwas und man hat noch nicht genug dafür gespart, dann könnte man den Betrag natürlich auch lieber in die Spartöpfe packen. Ihr könnt es auch grundsätzlich immer machen, selbst wenn eure Spartöpfe schon voll sind. Das ist euch ja komplett selbst überlassen. Ich mag das immer. Es ist natürlich nur so ein psychologischer Aspekt, weil ob das Geld jetzt in meinen variablen Kategorien ist oder meine Spartöpfe ein bisschen mehr gefüllt werden, im Grunde genommen ist es ja dasselbe. Aber psychologisch, also ich fühle mich einfach vom Gedanken her besser, wenn das Geld in meinen Kategorien ist und ich einfach nächsten Monat weniger Geld einplanen muss für die variablen Kategorien. Das ist irgendwie einfach nur so ein persönliches, eine persönliche Vorliebe von mir selber. So, und dann schließen wir nochmal ganz, ganz fix das Ganze von meinem Freund und mir ab, und zwar die Lebensmittel. Da hatten wir nochmal eine Ausgabe, da muss ich jetzt mal ganz fix ins Handy schauen. Wenn ich das Video drehe, ist nämlich schon der erste und ich habe alles schon umgeswitcht. Muss ich einmal auf unser Gemeinschaftskonto gucken, das haben wir ja bei Vivid.
Und da ist es so, dass 55,81 € übrig geblieben sind. Also wir haben nach dem Wochenabschluss am 31. tatsächlich nochmal was ausgegeben. Aber 55,81 € sind übrig geblieben. Das heißt, wir rechnen mal ganz fix aus, was wir in der vierten Woche dann ausgegeben haben. Das waren dann 28,65 €. Und diese 55 € sind jetzt in unser Sparbuch gewandert. So machen wir das ja immer. Am Ende des Monats kommt der restliche Betrag vom Lebensmittelbudget, weil wir das immer wieder auf Null setzen, in unser Sparbuch für uns zusammen. Und da haben wir jetzt dann drin 859,88 € plus die 55,81 €. Das heißt, 915,69 € haben wir da jetzt schon drin. Und davon bezahlen wir halt immer so gemeinsame Anschaffungen. Damit wir da nicht Hälfte-Hälfte machen müssen oder so, haben wir dann halt hier unser gemeinsames Sparbuch. Vielleicht ist da irgendwann mal so viel drin, dass wir uns davon komplett einen Urlaub finanzieren können. Das wäre natürlich auch richtig cool. So, jetzt hat die Zukunfts-Vanessa ist nochmal da, und zwar für das Gewinnspiel. Ich verlose ein Federmäppchen in eurer Farbwahl und in eurer Personalisierungsschrift, wie ihr das möchtet. Die Federmäppchen gibt es in verschiedenen Farben. In grün, ich kann euch ja mal die anderen noch zeigen. In blau, in gelb, in lila und in rosa. Also in diesen Farben gibt es das. Ihr könnt einfach jetzt einen Kommentar in die Kommentare schreiben. Ihr könnt jetzt einfach einen Kommentar schreiben mit der Farbwahl eures Geschmackes, das, was ihr gerne gewinnen würdet. Alle Teilnahmebedingungen, das heißt, wie lange geht das Gewinnspiel und so weiter, steht in der Infobox. Vermutlich wird es ein Blitzgewinnspiel sein und nur ja so 5 Tage gehen ungefähr. Aber das genaue Enddatum steht auf jeden Fall in den Kommentaren, in der Infobox. Genau, was ihr jetzt tun müsst, ihr müsst einfach eure Farbwahl in die Kommentare schreiben, dem Video gerne ein Däumchen nach oben da lassen, und das Gewinnspiel ist natürlich primär für meine Abonnenten. Deswegen wäre es natürlich auch sehr, sehr schön, wenn du Abonnent meines Kanals wärst. Und das war es eigentlich alles schon. Also Däumchen nach oben, Kommentar und Abonnent meines Kanals sein. Und dann drücke ich jetzt allen die Daumen und hoffe, es ist, ja, der Gewinn ist etwas für euch und es ist auch für jeden etwas, weil es verschiedene Farben gibt. Bei der Drogerie haben wir jetzt noch 19,19 € drin. Da gucke ich mal, ob das auch so auf dem Konto steht. Das ist da auch drin. Das ist dann unser restliches Budget und ich denke, da werden wir dann im April auch nicht jeder 10 € reinpacken, sondern erst wieder im Mai. Das gucken wir immer ganz spontan. Das waren jetzt meine Ausgaben der variablen Kategorien. Und jetzt düsen wir noch einmal rüber zu meinen Spartöpfen, was ich da noch an Ausgaben hatte. Dafür nehme ich natürlich jetzt auch noch mal mein Büchlein zur Hilfe. Das lege ich mir mal kurz nebenan. Und zwar beim Sparziel passiert natürlich in der Regel nichts. Da haben wir den Betrag noch nicht ausgerechnet. Da habe ich jetzt 2074, das habe ich bei Bondora. Da habe ich auch schon wieder ein paar Zinsen, das werde ich dann vielleicht nächsten Monat wieder angleichen. Wenn ihr auch, das ist Geld, was investiert ist. Den Link zu Bondora packe ich euch einmal unten in die Infobox, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr da Interesse habt. Und ich kann euch, wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, Finanzfluss, den YouTube-Kanal, sehr, sehr empfehlen. Beim Auto hatte ich keine Ausgaben mehr und auch keine Einnahmen, sodass da jetzt 1550 € sind. Bei den Katzen allerdings schon, und zwar waren das insgesamt 167 €, sodass jetzt noch 433 € übrig sind. Bei Gesundheit ist, glaube ich, nichts passiert. Genau. Nee, das war Wohnung. Bei der Wohnung ist nichts passiert. Wo haben wir die denn? Hier. Sodass da jetzt noch 430 € übrig sind. Bei Geschenken ist einiges passiert. Und zwar habe ich da insgesamt Ausgaben gehabt. Das muss ich einmal kurz
mit dem Taschenrechner rechnen. Von 220 Euro, sodass da jetzt noch drin sind 80 Euro. Bei der Gesundheit hatten wir 48 Euro an Ausgaben. 252 sind noch übrig. Bei der Kleidung, ja, 200 Euro, 0 Euro. Dann der Notgroschen, da ist nichts passiert, da sind 6.200 drin. Dann trage ich jetzt mal ein, wo nichts passiert ist. Beziehungsweise ich lasse das jetzt hier unten nochmal offen. Jetzt habe ich natürlich fast schon alles eingetragen. Aber wir machen ja jetzt erstmal die Abschlussseite. Und wenn jetzt mich hier was übrig ist und das nicht noch mit in meine Spar-Challenges kommt, dann ist es ja so, dass ich dieses Geld nehme und in meine Spartöpfe packe. Deswegen würde ich tatsächlich doch erstmal sagen, dass wir gucken, was kommt bei der Abschlussseite raus. Und da müssen wir jetzt noch einmal schnell fix gucken. Bei den sonstigen Einnahmen, was ich da hatte, und zwar durch Umfragen, eine Gutschriftverkäufe, habe ich 88 Euro. 89 noch dazu verdient. So, 2553 und 35 plus 88,89 € ergibt ein Gesamtbudget von 2642,24 €. Das übertrage ich einmal jetzt hier. Weil ich mache das ja immer so, dass ich am Ende des Monats meinen Kontostand quasi auf Null bringe. Das heißt, ich nehme keinen Kontostand mit in den nächsten Monat. Das bedeutet natürlich aber auch, dass ich jetzt gucken muss, was ist denn jetzt tatsächlich noch übrig, weil ich ja am Anfang des Monats nicht mein gesamtes Gehalt verplane. Ich hoffe, man versteht das so ein bisschen. Genau, bei den Fixkosten waren das 908 Euro. Die variablen Kategorien, da hatte ich Ausgaben von 309. Dann habe ich ja variabel was mit drüber genommen, das waren 513. Das, was ich vom letzten Monat noch übrig hatte und was ich jetzt quasi nicht irgendwo anders verplanen kann, sind ja die 560 Euro, weil das Geld habe ich ja noch in meinen Umschlägen drin und das kann ich ja nirgendwo anders jetzt reinpacken. Deswegen muss man das jetzt natürlich dann da auch nochmal abziehen. Das bedeutet ein Restbudget von 1378,24 €. Davon müssen natürlich jetzt noch die Spartöpfe abgezogen werden. Das steht hier unten, das könnt ihr ein bisschen sehen. Das sind nochmal minus 1075, genau. 1075. Das bedeutet jetzt, wir haben noch, das habe ich jetzt irgendwie falsch, ich schreibe es einfach mal hier unten hin. Wir können es ja gleich mit dem Stift wieder wegradieren. 303 Euro habe ich jetzt quasi noch übrig gehabt für meine Spar-Challenges. Und wir schauen mal, wie viel wir bis dato in die Spar-Challenges gepackt haben. Das waren hier letzte Woche 25 Euro, also 60 in der ersten, 24 in der zweiten, 11 und 25. Das heißt, 120 Euro haben wir bereits in den Spar-Challenges reingepackt. Somit haben wir jetzt noch übrig 303,24 Euro minus 120 Euro. Wir haben noch 183,24 Euro übrig und ich möchte jetzt auf jeden Fall nochmal ein Ründchen spielen. Und zwar bei der 52-Wochen-Challenge nehmen wir jetzt definitiv einen richtig großen Betrag. Und zwar den größten, den wir noch haben. Super, das sind die 51. So, 51 Euro kommt jetzt in diese Spar-Challenge. Da müssen wir einmal kurz gucken. Das Geld nehme ich jetzt aus dem Back-to-Bank-Umschlag.
Also 50 haben wir jetzt, das 50 und den 1 Euro nehmen wir von hier oben. Genau. Das Ganze müssen wir natürlich auch noch mal schnell hier eintragen. Wir schreiben einfach mal 31.3.51 Euro. So, dann haben wir hier noch 3 Fünfer. Die kommen auf jeden Fall in die 5-Euro-Challenge. Und dann möchte ich jetzt gerne nochmal Roll dich reich spielen. Da würfeln wir einmal eine 6. Das heißt, wir können 6 Felder ausmalen. Und natürlich 6 Euro rausnehmen. Und hier eintragen. Und ich würfel nochmal. Eine 3. Die 3 Euro nehme ich auch von hier und komme auch hier rein. So, das Ganze muss ich natürlich jetzt auch nochmal hier eintragen. Dann sind das nämlich insgesamt 9 Euro. Und wir sind jetzt bei 29 Euro. Das ist natürlich richtig schön. Dann haben wir da noch mal ein bisschen was reinpacken können. So, und das rechnen wir jetzt erstmal zusammen. Ich denke, das sollte es erstmal jetzt gewesen sein mit den Spar-Challenges. Und den Rest packen wir, also erstmal Spar-Challenges. Einmal 51 Euro und einmal 9 Euro. Okay, das hätte ich auch im Kopf rechnen können. Das sind 60 Euro nochmal in die Spar-Challenges. Und der Rest kommt jetzt in die Spartöpfe. Und zwar sind das jetzt noch von 183,24 Euro minus 60 Euro, 123 Euro, können wir jetzt auch in die Spartöpfe packen. Und ich würde sagen, dass das Ganze in den Kroatien-Urlaub reinwandert. Genau, wir machen aber nur 120 Euro, also plus 120. Das heißt, wir haben jetzt im Kroatien-Urlaub bereits 820 Euro angespart. Bei den anderen ging nichts raus. Das heißt, die Werte übertrage ich mal eben nochmal schnell. Und das war's dann somit. Das kommt jetzt in den Back-to-Bank-Umschlag. Weil rein theoretisch müsste das Geld natürlich jetzt in den Umschlag Kroatien-Urlaub. Aber das habe ich ja online. Das habe ich ja nicht hier zu Hause, wie ich das bespare. Deswegen kommt das hier hinten rein. Und wird dann für den Kroatien-Urlaub genutzt. Das war jetzt mein Abschluss für den Monat März. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir schreiben nochmal schnell hier 120 Euro hin. Genau. Und somit ist jetzt unterm Strich hier eine 0. Genau. So, das war's jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf den Monat April. Das wird jetzt auch ganz fix kommen. Und dann sehen wir uns bei der Budgetgestaltung für den Monat April. Und denkt dran an das Gewinnspiel. Seid mit dabei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und natürlich beim Gewinnspiel dran teilnehmt. Bis dahin, meine Lieben. Tschüssi!